So, da bin ich wieder. So, ein Match wurde ja in den Kommentaren gefordert oder gewünscht und das machen wir jetzt mal. Und zwar Mark Henry gegen Big Show war das, ne? Zack, zack. Bei TLC, bei der Survivor Series, yo. Das wurde ja gefordert. Dann zocken wir das jetzt einfach mal. So als Fanwunsch. Wie man es sehen möchte. Das Entrance-Theme von Mark Henry ist auch nicht schlecht. Gibt aber auch bessere. Eigentlich wollte ich auch noch zeigen, wie es aussieht, wenn der Ring zusammenbricht. Das ist ja auch möglich. Aber dann endet das Match auch nur in einem Draw. Und das gefällt mir nicht so wahne. Also ich hätte es besser gefunden, wenn das Match danach noch weitergegangen wäre. Heißt, man hätte in dem kaputten Ring sich noch irgendwie bewegen können. Meine Herren, wie viel Kilo wir jetzt wohl hier im Ring haben? So, aber ich schätze mal, dieses Match wurde eher gefordert, um diese fülligen Herren fliegen zu sehen. Hallo. So. Na, verdammt. Machen wir noch ein paar Faxen hier. Lass den Tisch da stehen. Lass den Tisch da stehen. Wo gehst du hin? Ich hätte mir das Teil jetzt eigentlich schon längst holen können. Das Köfferchen. Ja, komm. Fuck, ich muss das hier mehr auf dieser Höhe machen. Das habe ich nämlich die Tage mal beim Privatzocken gesehen. Das müssen wir dann hier so auf der Höhe machen. So. Fuck. Das wollte ich eigentlich nicht. Gut, jetzt habt ihr gesehen, dass das auch geht. Also, ja, dass man von da halt auch durch den Tisch fliegen kann. Das wollte ich eigentlich mit dem Gegner zeigen. Verdammt. Erster Tisch schon mal kaputt. Jetzt sollten wir uns aber langsam an die Leiter-Action mal machen. Ich möchte den dicken Herrn nämlich auch mal durch die Gegend fliegen sehen. Fuck. Es war mal ein Versuch wert, aber... Oh, und es fängt an zu ruckeln. Ich merke schon, ich nehme schon sehr lange auf, aber naja. Ist ja auch nicht schlimm. So, nach oben und... Fuck, jetzt ruckelt das ernsthaft wie Sau. Ja, super. Warum fängt das denn jetzt an zu ruckeln? Nur weil ich jetzt so lange schon von der PS3 aufnehme, das kann doch nicht wahr sein. Ja gut, das ist auch vielleicht jetzt der Nachteil, dass ich mir heute gesagt habe, heute zockst du das Game auf jeden Fall fertig. Dass ich davon erstmal noch genug auf Vorrat habe, aber trotzdem. Und hiernach hatte ich eigentlich noch ein Match geplant. Deswegen. Ein Exhibition-Match kommt gleich noch. Auch wenn die Folge mit Sicherheit übelst lang wird und übelst groß, aber das gönne ich euch heute mal. Ich bin ja mal gespannt, wie viele Leute sich dieses Video bis zum Ende angucken. Ist halt mal nochmal, dass ihr eine riesige Folge habt, wo ihr euch austoben könnt. Mit dem Gucken. Weil das Let's Play ja echt erstaunlich gut angekommen ist. Komm. Okay, eigentlich könnte ich jetzt, Oh, eigentlich hätte der Ring noch zusammenbrechen müssen. Aber okay, komm. Ich hätte jetzt mal interessiert. Aber das geht nur bei 1 gegen 1 Matches, ne? Ja, geht nur.
Dann habe ich nichts gesagt. Dann machen wir es halt auf die Art, mein Freund. Ich dachte, man hätte das jetzt hier noch kombinieren können. Das Ring zusammenbrechen, aber... Oh, fuck. Pull, komm, einmal noch. Einmal noch, dann hast du das Ding. Super Henry. Der Moment, der ist so geil. Auch wenn es ein bisschen fail ist. Boah, wie gern würde ich das eigentlich mal sehen, wie diese beiden in so einer Matchart aufeinandertreffen. Wie die von den Leitern fliegen würden. Naja. Na, gute 38 Minuten dürfte dieses Video jetzt gehen. Ja, Mark Henry freut sich wie ein kleiner König. Mit dem Koffer. So. Hätten wir das auch. Weißt du was? Das Match seht ihr jetzt auf jeden Fall nochmal. Ich will das nochmal mit dem zusammenbrechenden Ring sehen. Es muss einfach jetzt sein. Mit unendlich Finishern ziehen wir jetzt Big Show ab. Jo, passt schon. Das will ich nämlich jetzt sehen. Edge and Christian, genau. Beide noch mit sehr viel Haar. Warum höre ich jetzt einen Boon im Hintergrund? So, mit unendlich Finishern, das heißt, wir toben uns jetzt erstmal aus. Das war auch so ein Feature, was aus den älteren SmackDown-Teilen wieder zurückgerufen wurde, dass man jetzt eigentlich auch unendlich Finisher wieder haben kann. Man kann die Finisher-Anzahl einstellen. So. Das war der erste. Den verpassen wir ihm jetzt erstmal dreimal. Er hat gekonnt, jetzt hat er auch einen Finisher, ne? Jo. Finisher-Festival, ne? Verdammt. Mein Plan geht nach hinten los. Jetzt hat er einen Finisher, nur weil ich ihn... Und... Zack. So, komm, noch ein drittes Mal. Bisschen mies ist es schon, aber so wird das richtig Laune gegen zweite Spieler machen, also gegen Kollegen. So. Das wollte ich schon das ganze Let's Play über mal machen. Offscreen habe ich es nie geschissen bekommen, fragt mich nicht wieso. Oh mein Gott! Und der ganze Ring kracht ineinander. Schöne Animation. Mark Henry wins by way of KO. Ach so, der eine steht da noch auf, oder wie? Schade. Jetzt noch weiter wresteln. Das wäre ein schönes Match gewesen. So, in diesem kaputten Ring, ich hätte es geil gefunden. Holy shit! So. Ein Match haben wir noch vor uns. Was ich mir auch vorgenommen habe, das war jetzt eigentlich mehr nur noch so ein Extra gewesen. Das mit dem zusammengebrochenen Ring, das wollte ich mir wenigstens auch nochmal angucken. So. Ja, das ist noch einmal das Match, was ich jetzt noch spielen will, weil das mit Sicherheit auch eines der Matches ist, die wir irgendwann noch zu sehen bekommen. Ich habe es mir bei The Rock gegen Steve, warum nehme ich die SmackDown Arena, bin ich deppert?
Da ist er. Weil das The Rock John Cena Match hätte man nie gedacht, dass das irgendwann kommt. Und so oft, wie sie dieses Match jetzt auch wieder anteasen, kommt das 100 pro nochmal irgendwann. Champion gegen Champion? Warum das denn? So, Match Creator. Da möchte ich eigentlich nur ein Time Limit haben. Ich möchte nicht, dass das länger als 20 Minuten wieder geht. So. Auf Epic steht's. Hoffen wir auf ein schönes Abschlussmatch. Hier im WWE 13 Let's Play. Wenn es 10 Minuten dauert, dann haben wir fast die Stunde voll. Das passt. Ne, ich meine, wie geil wäre das denn, dieses Match einmal zu sehen. CM Punk, der Straight Edge Superstar gegen den Biertrinker, den Alkoholiker himself. Gut, Alkoholiker ist jetzt nicht auf die Privatperson bezogen. Nicht, dass es einer hier falsch versteht, sondern auf den Charakter. Also auf den In-Ring-Charakter. Das wäre so auch wieder dieses Gegensätzliche, genauso wie bei The Rock gegen John Cena. Deswegen, das wäre so genial. Und ich glaube noch daran, dass es irgendwann kommt, weil bei The Rock John Cena haben sie es auch so oft angesprochen, angeteased, mit diesem Gedanken gespielt, dass da mal ein Match kommen könnte. Und dann kam es ja hinterher auch, wie wir alle wissen. Und hier glaube ich eigentlich auch noch daran. Es sei denn, Steve Austins Gesundheitszustand würde dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen. Der Kerl hat ja, glaube eine mehrere Knie-OPs schon hinter sich oder auch eine Rücken-OP. Ich weiß gerade gar nicht genau. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen. Das wäre auch wieder eine WrestleMania, die ich mir selber bestellen würde. Habe ich bei John Cena gegen The Rock auch gemacht. Das war eine der wenigen WrestleManias, die ich mir doch noch live gegeben habe. Weil Raw-Ausgaben gucke ich mir mittlerweile nicht mehr live an, weil es mich halt im Endeffekt immer noch... Ich ging immer mit einem schlechten Gefühl hinterher pennen, weil irgendwie wurde ich nicht so gut unterhalten bei Raw. Nee, also es war zwar immer gut, aber nicht so gut, dass ich jetzt sage, das musst du häufiger haben. So. Letztes Jahr haben wir das WWE 12 LP mit John Cena gegen The Rock abgeschlossen. Dieses Jahr machen wir es mit CM Punk gegen Steve Austin. Ach ja. Ne, das wäre wirklich noch so ein Match. Alleine nur, um es mal zu sehen. Deswegen, das Match John Cena gegen The Rock fand ich technisch gesehen nicht gut. Aber der Aufbau, ich fand es einfach so geil, dass das so zwei Leute sind, wo du dir immer gedacht hast, wie geil wäre ein Match zwischen den beiden. Und dann halt dieses Dream-Match-Szenario auch noch zu bringen. Ah. Es fängt doch schon wieder gut an. Noch ein Dropkick gegen den Kopf. Ah, super. Fuck. Oh oh. Mist. Er kontert viel, der Herr. So, komm. Das John Cena The Rock Match hier aus diesem LP, das hat ja 10 Minuten gedauert. Eigentlich, ich sag jetzt mal genau 10 Minuten, wenn man vom Timer her geht. Gucken, wie lange wir für dieses hier brauchen. So. So, und der Neckbreaker, zack. Oh, T-Bone Suplex, sauber. Ich wusste gar nicht, dass er den im Moveset hat. Fuck. Zu spät gedrückt. Nee, aber wie ich auch gesagt habe, ich werde, also ich habe ja mehrere Reihen als kommende Projekte noch geplant. Also die GTA-Reihe steht ja fest im Programm. Die wird demnächst irgendwann weitergehen, wenn die ganzen neueren Spiele, so wie jetzt WWE 13 abgeschlossen ist. Und wenn dann auch Hitman Absolution fertig ist, dann kommt mit Sicherheit irgendwann der nächste GTA-Teil, also GTA San Andreas.
Ja, und ich werde auch die WWE-Reihe, glaube ich, mit ins Programm aufnehmen. Heißt WWF SmackDown, WWF SmackDown 2 und dann erstmal so weiter. Ich habe ja genug WWE-Spiele. Generell genug Beat'em-Ups. Ich habe die komplette SmackDown-Reihe. Also WWE-Reihe. Ich habe alle WWE-Games, die für die PS3 rausgekommen sind. Ja, dann habe ich noch das TNA-Game, was rausgekommen ist für die PS3. Ich habe ein UFC-Spiel, ein Fight Night-Spiel. Das könnte man alles schön als LP verpacken. Ich müsste nur halt gucken, wie das mit den Lizenzen aussieht. Also ob ich da Probleme kriegen könnte. So wie jetzt bei einem Part von WWE 13. Ich will es nicht hoffen, aber da könnte auf jeden Fall noch mit einigem rechnen. Aber jetzt nicht sofort. Also, ne, ich habe viele Sachen geplant. Und das muss nicht alles dann jetzt sofort nach WWE 13 kommen. Seid einfach versichert, es kommt. Verdammt. Der kontert echt viel. Ma! Ekelhaften. Ey, was der... Ich sag ja, was der alles kontert. Schön, schön, schön. Schöner Diving-Move. Hier, der Sleeper haut, mit dem er schon Brock Lesnar zur Aufgabe brachte. Oh, 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 und... Aber bei 4 sind wir schon mit dem Count. Oh, super. Schöne Clothesline. So, und jetzt. Der Strike to the... Ne, Knee Strike und Bulldog Kombination. Und jetzt komm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Gänsehaut bei dem Moment bekommen, wo John Cena The Rock zum FU hochgenommen hat. Und auch bei der Rock Bottom umgekehrt. Aber dabei wird es, glaube ich, genauso sein. Der GTS von CM Punk zu Austin und hier der Rope Break, verdammt. Und wie gerne würde man den Stunner von Austin in einem Match gegen CM Punk sehen. Hier der Bulldog von Austin. Das wäre, wie gesagt, das wäre so ein Match. So ein Dream Match. Genauso wie Undertaker gegen John Cena bei WrestleMania. Wie gerne würde man das sehen? Viele sagen zwar, na, schon wieder Teilzeit-Wrestler, ein Oldstar, ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber für mich würde das gerade das ausmachen. Weil, mal ganz ehrlich, wer möchte... Ja gut, es gibt auch welche, die die Jüngeren mal im Main-Event sehen würden, so wie Dolph Ziggler etc. Aber ich muss sagen, da bin ich echt so ein Nostalgie-Freak. Also, dass ich dann lieber solche Älteren gegen Jüngere sehe, so wie halt CM Punk gegen Steve Austin. Das... Es wäre einfach geil. Zack. Komm. Und zack. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Zack, das hat auch geklappt. Oh, der Kopf ist schon rot. Also mit dem Cobra Clutch müssten wir ihn eigentlich zur Aufgabe kriegen, aber ich will auch nicht so ein Match per Aufgabe enden lassen. So, machen wir das mal ab. Komm, komm. Und Superplex. Ja, doch, ja, war es ein Superplex doch.
Und der Standing, oh, das war aber mehr so ein Falling Suplex, keine Ahnung. Oh, er kriegt hier seine Attacken. Und der tritt da rein. Ah, die 10 Minuten nähern sich schon. Aber ich glaube nicht, dass es noch 2 Minuten gehen wird. Dafür ist Austin einfach schon zu angeschlagen. Komm, steh auf. Was zur... Und. Meine Herren, ey, der hält aber auch was aus. Komm. Dann halt nochmal in die Ringecke. Und nochmal der Bulldog aus der Ringecke. So, der zweite Go-To-Sleep, das wird es jetzt aber auch dann gewesen sein. Und zweiter Go-To-Sleep. Ich glaube, wenn er da jetzt auskicken würde, das wäre zwar episch, aber so viel hält auch ein Steve Austin nicht aus. 1, 2, 3. Wieder mein Wunschergebnis, dass CM Punk dieses Duell gewinnen würde. Aber das war ja auch eigentlich... Ja, okay, ich habe im letzten Let's Play, bevor, also wo ich das letzte Match John Cena gegen The Rock hatte, habe ich The Rock gewinnen lassen. Aber ich ging felsenfest davon aus, dass John Cena das Match gewinnt. Ich hätte es auch besser gefunden, weil es hätte mehr gepasst, wenn der Jüngere den Älteren besiegt hätte. Aber sie haben sich ja für das andere Ende entschieden. Ich bin mal gespannt, sollte es zu diesem Match kommen, wie es dort ausgehen wird. Auf jeden Fall episch wäre es alle Male, dieses Match stattfinden zu lassen. Ich schätze mal, da würdet ihr mir auch zustimmen, hoffe ich mal. Wenn nicht, ist halt meine Meinungssache. Mir wird es so gefallen. Ich möchte mich an der Stelle erstmal für ein grandioses Let's Play bedanken. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Das Let's Play ist, glaube ich, auch bei euch gut angekommen. Ja, es wird auf jeden Fall noch weiterhin irgendwann mal wieder was von WWE geben. Vor WWE 14, keine Angst. Letztes Mal hatte ich das ja, glaube ich, auch schon gesagt. Und dann habe ich jetzt erst WWE 13 gemacht. Ich werde auf jeden Fall die älteren Teile zocken. Irgendwann. Ich habe noch so viele Sachen geplant. Lasst euch überraschen, was kommt. Ich bedanke mich fürs Zugucken und hoffe, ihr seid bei den anderen Let's Plays auch dabei. Macht's gut. Tschüss.